Ja, nein, wir sind Danke dir für dein Engagement. Ausrufezeichen.
Giovanni. An einem schönen Vormittag ist der Stadtparlamentarier, SP-Fraktionspräsident, Co-Leiter vom Verein für Sozio, professionelle Fanart, Fußballkenner, Fußballgrüßer, Daniel Fehl in den Büro gestanden und hat mir ein Buch geschenkt, wo seiner Meinung nach das Büro vom Stadtrat für Schule und Sport gehört. Der Pädagoge Daniel Fehl heisst bekanntlich, subtil zu motivieren. Der Stadionbauer, ich zitiere, lieber Markus, besten Dank für die Ausleihe, Esben Moos, mit herzlichen Grüßen, Martin E. Punkt. Kurz und bündig und ohne Ausrufezeichen. Der Verfasser dieser Zeilen setzt seine Ausrufezeichen nicht hinter Worte, dies überlässt der Politik. Martin Engeler setzt bei den Mauten, den er sich als Architekt mit Leidenschaft, Könnerschaft, Respekt und Sorgfalt annimmt. Es ist mir heute eine grosse Ehre, hier im Stadion Esben Moos zu reden, habe ich doch noch im Studio mit Martin Engeler dürfen lernen, was heisst, was wesentlich ist, wenn man bauen tut. Im Fußballspielen sind die Verhältnisse ein bisschen anders gewesen, und ich betonen möchte, ich kenne weltweit niemanden außer dem Martin Engeler, der im hohen Alter noch so viel dazugelernt hat zum Fußballspielen. Martin, ich hoffe, du verzeihst mir die Anmerkung. Legendäre Figur hat dürfen den St. Galler Ehrensportpreis bekommen.
Mose Hegel, der gesagt hat, in seiner Spielzeit, der Spieler, die wir hier dürfen, eine unglaubliche Atmosphäre erleben, hier im Ersten Moos. Nachher war er ein Trainer gewesen, und dann hat man es hier im Film gesehen, die meisten von Ihnen haben vielleicht den Film dürfen anschauen, dass der Mose Hegel hier als Trainer gestanden ist, hinter ihm 2.000 bis 3.000 Sachbeständige, die ihm dann ganz so auf die Schulter klopfen und sagen, Roger, jetzt musst du vielleicht einmal auswechseln. Oder Roger, jetzt musst du mal Taktik ändern. Und er hat das stoisch über sich ergolo. Ich erinnere aber auch an das GISAG, das Gemeindesportanlagekonzept, das jetzt unter anderem auch das Ersten Moos abgebildet hat. Und insgesamt wissen wir, wir haben zu wenig Rasenspielfelder. Da ist noch ein Projekt, das wir vor uns haben in der Stadt St. Gallen. Da müssen wir noch ausbauen. Aber auch, dass die Spielfelder multifunktional sollten eingesetzt werden. Wenn kein Fußball da ist, dann dürfen auch andere Sportarten Platz haben. Auch hier im Ersten Moos. Als Sportchef bin ich sehr glücklich, dass wir jetzt mit dem Stadion wieder eine tolle Spielanlage haben für ganz atemberaubende Match, die wir vielleicht alle jetzt gerade dürfen, zusammen erleben. Ersten Moos ist die Homebase von FC St. Gallen Stad Frauen. Es ist eindrücklich, wie der Frauenfußball je länger mehr Gesicht bekommt, auch auf dem ganzen Globus. Und FCSG Stad tut natürlich sein dazu beitragen. Dann haben wir auch FCSG U21. Nachwuchsförderung ist mir auch als Bildungsdirektor eine Herzensangelegenheit. Und ganz besonders möchte ich erwähnen, FCBSA 1992 gegründet, wo die albanische Gemeinschaft zwei Grundanliegen hat, nämlich ihren Nationalsport dort dürfen zu betreiben, aber auch die Integrationsgedanken und Nachwuchsförderung eben hier umzusetzen. Und nicht zuletzt noch der FC Roponte, der hier seine Mannschaften hat, dann zeigt genau das GISAG, wir haben Platz- und Raumprobleme, die dürfen einen Teil ihrer Mannschaften hier trainieren und spielen. Das Stadion gibt es seit 1910, lang vor meiner Zeit. Ich habe mich aber gefragt, wie viele Tonnen Brotwürst hier schon verschlungen worden sind. Wie viele Hektoliter Bier hier bereits geschlürft worden sind. Wie viele tausende heisere Kehlen es gegeben hat bei diesen atemberaubenden Match. Und wie viele Kübel von Freudentränen hier schon vergossen worden sind, wenn FC St. Gallen gewonnen hat, oder wie viele Stossüfter aus dem Himmel geschossen worden sind, wenn es vielleicht einmal verloren hat. Nun sie müssen das alles jetzt wieder aufleben mit dem kommenden Match. Als Sportdirektor danke ich allen, die sich beteiligt haben, Initiativen ergriffen haben, bauliche Massnahmen getroffen haben, damit wir wieder so ein schönes saniertes Stadion hier auf dem Ersten Moos haben. Und jetzt freuen wir uns auf den Match FCSG Stad Frauen gegen FC Basel Frauen. Und dann kann ich nur sagen, hopp St. Gallen!